Ja, moin oder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Best Sixpack am Start und so. Im Hintergrund natürlich hier auch meine Perks, ne? Da, kann man sie sehen im Hintergrund. Ja, mein Real Life Video hier am Start und ja, man hat es gerade schon gesehen. Ich habe ein Paket in der Hand, das heißt, der Chris oder auch Krying hat mal wieder was bekommen. Ja? Man sieht es hier schon, da ist auch mein Name, dass der Rest so von. Oh, von meinen persönlichen Daten natürlich weggestrichen. Oben sieht man, das Ding ist von gameshop.at. Ich habe das Ganze gerade schon aufgenommen, einmal, dieses ganze Video. Ich habe aus Versehen nur das Mikrofon von meiner Webcam benutzt, von meiner Logitech Webcam. Und ja, jetzt darf ich das Ganze nochmal machen und man sieht jetzt, es ist schon aufgemacht hier alles. Ich muss mal, so. Ja, da sieht man auch schon PS3-Spiele, beziehungsweise man sieht auf jeden Fall Spiele. Und wenn wir das jetzt hier aufmachen, hatten wir eigentlich hier einen Klebestreifen, der mich eben so verwirrt hat. Ich habe nämlich war so die Spiele rauszuziehen, die ganze Zeit so von der Seite. Ich habe den Streifen gar nicht gesehen. Und ja, holen wir erstmal die Spiele raus. Zum einen haben wir hier Call of Duty World at War, PG-Version, ja, in Englisch. In Englisch, ja, ja, Englisch. Natürlich habe ich das Ganze auch in Deutsch, ja. Weil ich damals keinen Plan hatte, dass es Uncut und Cut gibt. Aber wegen Zombies kauft man sich das natürlich trotzdem nochmal. Dann, das andere Spiel lasse ich kurz aus, Black Ops 1 Uncut. Auch da habe ich hier die deutsche Version noch. Das Ding hier natürlich auch. Ich bin gerade schon wieder gegen das Mikrofon gekommen, das gibt's nicht. Auch natürlich in Englisch. Und da muss ich noch gucken, ob ich irgendwoher die Map-Packs kriege, kostenlos am besten. Weil ich mir die ganze schon für die Cut-Version gekauft habe und ich habe keinen Bock, da nochmal Geld auszugeben für. Für World War mache ich das, das kostet nicht so viel und ja. So, als letztes Spiel Dead Island Game of the Year Edition. Auch natürlich Uncut. Das ist aber nicht für mich, das ist für den Kumpel. Er hat auch YouTube, die Stimme natürlich unten in der Beschreibung, ja, bei dem Video, müsst ihr mal vorbeischauen, wenn ihr gerne Hörbücher und sowas hört. Der macht dann, also er liest halt so aus Büchern vor, halt so Hörbücher. Ja. Und ja, er hat mitbestellt, weil es war so ein Angebot, nimm 3, zahl 2. Und ich habe dann jemanden gesucht, der mitbestellt. Eigentlich habe ich erst so einen gesucht, der auch mit World War bestellt, damit ich schon mal gleich einen habe, mit dem ich zocken kann, aber passt schon. Hat dann erledigt, habe ich ihn gefragt und er meint dann so, yo. Ja, wir haben dann so gemacht, er bezahlt nur 20 statt 30 Euro, weil, damit er auch ein bisschen Gewinn hat, weil ich kriege ein kostenloses Spiel und er halt nicht. Und deswegen haben wir dann gesagt, ja okay, er bezahlt 20 statt 30, hat er auch Gewinn von. Und ja, so viel dazu. Ich werde jetzt gleich erstmal schön hier die Uncut-Version zocken. Und ich würde sagen, bewerten, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video, das kommt bestimmt bald. Wir wollten schon die ganzen letzten Tage Customs aufnehmen, sind aber nicht so dazu gekommen oder haben gefailt bei der Aufnahme und dann kam es dazu, dass ich ein paar Arbeiten geschrieben habe. Freunde von mir war im Krankenhaus, dann bin ich da hingefahren, so ein bisschen besuchen und so und wir sind halt nicht so dazu gekommen, aber heute oder morgen oder so nehmen wir bestimmt noch was auf. Sollten wir hinkriegen, ansonsten mache ich einen Commentary oder so. Und ja, wie gesagt, wir werden kommentieren nicht vergessen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, haut da rein und ciao.